Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Steff sein Spiel, was ich heute mal Let's Playen würde. Anspielen werden will, muss, weil er mir Geld dafür gegeben hat. Um zu sagen, das Spiel ist geil und sonst irgendwas. Also ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann, haut rein. Ciao. Du, Kind, wo bist du denn hin? So, jetzt sind wir auch endlich nun im Hauptmenü des Spiels angelangt. Von der Dämmerung, Dusk oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Wir haben hier ganz simple Auswahlmöglichkeiten, einmal Spiel starten und einmal Spiel beenden. Mir gefällt das Spiel jetzt schon ziemlich gut, allein vom Design her, dieses Pixel Art, das ist ziemlich geil. Aber bevor ich weiter erzähle, starten wir erstmal das Game mit Enter. So, wir sind hier mitten in der Nacht gespawnt. Woran erkennt man das? Nämlich hier in der Mitte an der Timeline. Umso weiter der Strich nach oben geht, umso heller wird's und natürlich umso dunkler wird's wieder, wenn es am Anfang oder Ende zulangt. Unten links haben wir einmal die Holzanzeige, die Steinanzeige, dann haben wir halt die Timeline, danach kommt die Taganzeige, danach kommt die Eisenanzeige und die Coinsanzeige. Ja, was haben wir denn noch so? Wir haben hier unser Spawnhaus. Ich weiß nicht, wofür der grüne Balken da ist. Ich glaube, irgendwie eine Lebensanzeige oder sonst irgendwas. Ich habe das Spiel persönlich selber gerade erst von Steffen bekommen. Habe es gerade mal 5 Minuten angespielt. Er hat mir nur mal kurz gesagt, wie die Steuerung so alles funktioniert. Wie gesagt, WASD könnt ihr laufen. Mit der Leertaste könnt ihr dann Sachen auswählen. Und mit Enter bestätigt ihr das. Jetzt zum Beispiel haben wir hier unten Felder. Die erkennt man daran, indem sie gelb sind. Da können wir einmal drüber laufen und dann mit Enter bestätigen. Und dann erscheint ein Baumenü, wo dann steht, was wir bauen können. Zum Beispiel hier können wir einmal für ein Holz und einen Stein eine Farm bauen. Das machen wir jetzt auch einfach und drücken einfach mit Enter bestätigen. Dann haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten, aber die haben wir nur neu freigeschaltet, weil wir können erst Sachen freischalten, wenn wir den nächsten Tag überstehen. Also das heißt, wir müssen warten bis Tag 2. Ja, wir haben jetzt erfolgreich den zweiten Tag, also den ersten Tag überstanden und haben jetzt sofort eine Freischaltung eben gerade bekommen. Nämlich irgendeinen Ofen, denke ich mal. Und den wählen wir uns mal aus und bauen den. Der kostet ein Eisen. So, als erstes aber, bevor wir das machen, fahren wir erstmal hier mit Enter unsere Sachen ab und haben somit einen Coin bekommen. So, wir wählen nun mal den Ofen aus. Ach, hier können wir Sachen craften. Einmal Stein, Holz, Metall und Munition. Okay. Also wie es ausscheint, werden wir auch irgendwann mal angegriffen in den späteren Tagen. Aber als erstes würde ich mal sagen, bevor wir... Oh, es wird schon wieder Tag. Also bevor wir irgendwie was anderes bauen, sollten wir als erstmal ein bisschen farmen. So, dann baue ich erstmal unsere Farm hier hin, um dann ein paar Coins zu bekommen und anschließend ein paar Sachen eintauschen zu können. So, jetzt haben wir auch den dritten Tag erfolgreich überstanden und haben jetzt wieder was freigeschaltet. So, ich weiß nicht, was das ist. Sieht nach dem Haus aus. Also, ich würde den gern hier hinsetzen. Also können wir auswählen, dass wir das Feld vernichten können. Leider bekommen wir die Sachen nicht wieder zurück. Und was ist das denn? Ein Burn. Bahn. Okay. Das kostet 4 Holz, 2 Stein und 1 Eisen. So. Mal gucken, was das ist. Steff hat mir vorhin geschrieben, dass man da auch durch Coins bekommt. 2 Stück auf einmal. Mal gucken. Warten wir jetzt einfach mal so lang. Ja, das werden wir aber erst in der nächsten Folge erfahren. Aber ich habe noch was für euch. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link hier dazu. Der Steff will das Spiel dann noch auf Steam auf hochladen, veröffentlichen und ja, da bräuchte ich ja eine kleine Spende, eine kleine Unterstützung von euch. Also wenn ihr so nett seid, lasst eine kleine Spende da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.